Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Und diesmal, ich weiß nicht, ob ich es in die Videobeschreibung reinmachen werde oder ob ich es jetzt nur hier sagen werde, weil ich möchte meinen Abonnenten was Gutes tun und nicht irgendwelchen anderen. Es wird ein Gewinnspiel mit dazu geben. Ihr seht, wir spielen hier Valnirock. Ich werde auch hier irgendwo Werbung einblenden müssen. Ich habe Valnirock bekommen von THQ Nordic. Die haben mich angefragt, ob ich dazu mal ein Video machen wollen würde. Ich hatte Valnirock überhaupt nicht auf dem Schirm. Und habe gedacht, oh, guckst du mal, Wikinger und Rollenspiel. Könnte ja ganz geil werden. Ich habe 10 Codes bekommen, einen für mich und 9 Codes. Oh. 9 Codes zum Verlosen. Also das heißt, ihr könnt 9 Codes gewinnen. Wie könnt ihr diese Codes gewinnen? Bevor wir anfangen, werde ich das gleich machen. Ihr müsst einfach nur einen Kommentar unter diesem Video schreiben. Wie euch das Spiel gefällt oder dass ihr ja nicht gewinnen wollt oder... Oder muss ein positiver Kommentar sein oder ein neutraler. Also nicht jetzt, die Kommentare werden rausgefiltert, ist klar. Aber wenn es ein normaler Kommentar, ein positiver Kommentar ist, die zählen. Und ihr müsst Hashtag Odin mit reinschreiben. Also Hashtag Odin, weil viele machen manchmal mit und wollen gar nicht mitmachen. Und deswegen... Ich werde die Kommentare auslosen mit einer Slotmaschine. Da drücke ich drauf und dann werden alle aus allen Kommentaren werden Leute ausgewählt. Und dann sehe ich halt den Namen und den Kommentar, den er geschrieben hat oder sie geschrieben hat. Und wenn da der Hashtag Odin mit bei ist, dann kriegt er ihn. Wenn er nicht mit bei ist, dann geht die Slotmaschine wieder aufs Neue los. Ich werde dann den Leuten, die gewonnen haben, zurückkommentieren. Und ihr müsst euch dann mit mir in Verbindung setzen, per Mail oder so, oder per Telegram oder per, was gibt's da noch, Twitter oder was weiß ich. Und dann könnt ihr eure Codes bekommen, die schicke ich euch dann zu. Das Gewinnspiel mache ich, was haben wir jetzt, 6.2., machen wir bis Ende Februar. Am 1.3. werde ich dann anfangen auszulosen. So, jetzt über den Daumen gepeilt. So, aber nichtsdestotrotz machen wir dann mal weiter. Ich bin mal gespannt. WASD-Steuerung ist überhaupt nicht meins. Also ich habe auch keinen Controller jetzt angeschlossen. Ich versuche es heute mal wirklich mit WASD und so zu spielen. Zur Not, wenn es gar nicht geht, dann werde ich demnächst meinen Controller anschließen. Und dann machen wir halt nochmal ein Angezockt davon. Aber dann mit Controller. So, wir müssen uns jetzt erstmal einen Server aussuchen. PvP, PvE... Wir nehmen einfach mal den normalen Server. Den nehmen wir jetzt hier einfach mal. Beitritt. So, jetzt geben wir unserem Typen einfach mal einen Namen. Natürlich nennen wir ihn Odin. Biografie. Odin. Der Streamer. Der Götter. Größe. Ja, wir wollen groß. Er muss ja nicht aussehen wie ich. Die lassen wir mal offen. Na, ich würde... machen wir mal Oberarm, unter. Dicke. Ja, das sieht doof aus. Ich mache mal alles hoch hier. Ui. Der Oberkörpermuskel machen wir hoch. Aber der sieht ein bisschen komisch aus. So. Finde ich. Wir werden das mal ein bisschen abändern. Wir werden mal Oberarmlänge... Werden wir mal wieder zurücknehmen. Auf die Hälfte. Ne, ein Stück mehr als die Hälfte will ich. Unterarmlänge.
Machen wir ein Stück mehr. Ne, und dicker. So, dicker machen wir ganz dick. So. Hände. Ah, er braucht ja große Hände. Das machen wir mal so. Füße. Haben wir auch so. So. Ja, das sieht ja so aufgepumpt aus. Also ich würde schon das hier ein Stück runtersetzen. So. Volle Bulle. So, dann mal beim Körper. Größe, Oberarmlänge, Unterarm. Dicke lassen wir. Kopf. Kopfgröße. Ja, wir brauchen einen großen Kopf, wa? Wir haben einen großen Körper. Ohren. Ne, Ohren lassen wir mal auf Mittel. Na, Untermittel. So. Nasengröße. Kann ich den nicht jetzt hier irgendwie auch drehen, dass ich mir den mal von der Seite angucken kann? Ah, doch. Ich finde die Ohren trotzdem noch ein bisschen groß. So. Sonst sieht er eigentlich ganz okay aus. Von der Seite, ich will nur die Nase sehen. Bringt ja nichts, wenn die Nase so mickrig ist. So, Nasenhöhe, oh, da machen wir auch, da lassen wir mal mittig. Nasenbreite. So, so sieht das da ganz gut aus. So, was haben wir denn noch hier? Kieferhöhe, Unterkiefer, Kinn, Kinn, Nasenspitze. Nasenspitze ist eigentlich ganz okay, oder? Ja, dann lassen wir mal so mittig. So. Und jetzt müssen wir mal gucken. Ein Kinn finde ich eigentlich auch so ganz okay. Da würde ich jetzt eher Wangen finde ich auch okay. Stirnhöhe auch. Mundbreite auch. Augengröße. Augengröße lassen wir auch mal mittig. So, Details. So, was haben wir denn hier für Details? Oh ja, sowas ist schön. Oh ja, so wie Floki von Vikings. Oder Ragnar hatte ja auch. Oh, hier ist ein O. Oh, ich kann nicht mehr alle aus dem Kopf. Das ist Ogdala, das ist O. Also als Rune, als Buchstabe steht es für O und als Zeichen für geerbtes Land. Das ist die S-Rune, steht für S. Aber als Symbol steht, ich glaube, für Auerochse. Ich bin
Bin mir jetzt nicht sicher. Und das ist ein C. Ein J. Hier habe ich ja. Habe ich ja hier auch. Seht das? Da? J. Und da ist das O. Und da ist das S. Und dann ist das I. Also für den Namen meiner Tochter. Ja, also hier haben wir dann auch ein S, ein J. S, J. Das F, was hier aussieht wie ein F, ist kein F. Das ist glaube ich, ein A. Das kann ich jetzt, müsste man mal gucken, müsste man mal sich übersetzen lassen. Aber das mit den Punkten. Oh, das ist wieder ein anderes Futag. Bei meinem Futag gibt es sowas nicht. Mit Punkten. Es kann aber auch sein, dass es nur ein Stilmittel ist. Also normalerweise sind da keine Punkte dazwischen. Naja. Ich mache alles nach 18er Futag immer. Na, das finde ich ein bisschen too much. Ne, das auch nicht. Das erinnert mich auch ein bisschen an Floki von Vikings. Oh Mann, ich will mehrere da haben. Ich will das und dann noch das andere. Aber man kann, glaube ich, nur eins nehmen. Och, das sieht aber auch gut aus mit den Raben. Aber wir wissen ja noch nicht, ob wir einen Bart machen. Auch geil. Ich werde erstmal nämlich das, was Floki hat. Das. Wir gucken uns das mal weiter an, was wir noch haben. Wir haben hier verschiedene Hauttypen. Weiß, naja. Ist ja, meiner ist mehr im Norden unterwegs, dann von daher. Was haben wir hier? Ei, schwarz, rot, blau. Wir nehmen, also ein helles Blau. Ja, sowas nehmen wir. So, Frisuren haben wir. Das ist auch wieder eine Bruder von Vikings da. Wie heißt der? Harald Schönhaar. Der Bruder von dem, der hat doch so eine Frisur. Ist der Schönhaar? Harald Schönhaar, der gefangen genommen wurde, dann. Finde ich auch ja nicht mal so schlecht. Das sieht aus wie so ein Yeti, das finde ich nicht so toll. Finde ich auch nicht so toll. Ja, das geht auch noch. Also ich bin am Tendieren. Entweder nehme ich so wie Ragnar, Glatze. Oder ich nehme das hier. Ich hoffe, das kann man später nochmal ändern. Aber ich nehme erstmal nämlich Glatze. So. Müssen wir mal gucken, ob wir auch dann zum Bart kommen noch. Ja, das. Ja, wir haben hier auch verschiedene Bärte. Ich fange mal unten an. Nein. Ja, hier sieht das ja so verunstaltet aus. Wie aus, als wenn der da Verbrennungen hat. Oh ja. So Lenny-mäßig vom Motorhead. Lemmy. Yes. Und jetzt finde ich auch gar nicht mal so schlecht. Aber hier sieht man. Sieht man noch die Barthaare teilweise. Sieht auch, ich hoffe, das ist dann später weg. Das hat auch was. Also ich tendiere. Zu dem. Oder dem. Ich nehme den hier. Den nehme ich, den finde ich ganz gut. Den finde ich ganz gut. Und die Haare wird heller. Ein helles Braun. So, fast ins Röte. Ja, das ist okay, oder? So. Ne, wir nehmen das. Das. Nehmen wir das. So. Dann ist er eigentlich fertig, unser Wikinger. Wir gucken uns nochmal den Körper komplett an. Breites Kreuz, so sieht eigentlich ja nicht okay. Sieht ja nicht mal so schlecht aus.
Mit den Armen, das gefällt mir teilweise noch nicht, aber ist okay. So, fertig. Gucken wir mal an. Ja, ich habe heute mein... Ist tagsüber, da seht ihr, ich habe da immer einen Zopf drin. Und den mache ich dann zum Abend ab und spülen eh mal durch, weil ich habe Bartöl drin. Bartdings hier von Olaf Olas, zum Bartöl. Und spüle abends dann mal aus und sieht da abends, wie extrem sieht er mal aus, wie aufgesprengte Sofakissen. So, Lording, jetzt kann es gleich losgehen. Ja, das Logo ist von Valnirok, ist ja auch sehr an Vikings angelehnt. Das Einzige, was mir halt, wie er sagt, nicht gefällt, ist im Rock, also im O unten. Die drei Dreiecke sind halt nicht die, die ich im Nacken tätowiert habe, sondern diese zwei Dreiecke mit dem anderen, mit dem dritten irgendwie verwogen. Das gefällt mir optisch nicht so gut, aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Ich hasse das. Hä? Mein Server ist weg. Ihr wollt mich doch verarschen.
Jetzt müssen wir den erstmal nochmal neu anpassen. Kopfgröße. Ohren. Kleiner machen. Kopfbreite. Ich hab dir ja eben angepasst, ich lasse jetzt hier Nase, Wangen, das lasse ich jetzt alles komplett. Ich mache ihn jetzt halt nur so, wie ich ihn eben hatte, mit dem Tattoo. Das ist jetzt zum Beispiel ein D. Nee, Quatsch, der D war ohne die langen Striche. So, die hellblauen Augen. Glatze ist okay. Bart. Der. Und in hell. Name. Odin. Ja, da. Hey, mit Doppel-T. Ach Quatsch, nicht FT. Gucken, ob es jetzt funktioniert. Also entweder bin ich vom Server geschmissen worden oder ich habe keine Ahnung. Steuern mit WASD. Mit F nehmen wir wieder auf. Mit der Rune da und dem Wappen. Für Deutschland ein bisschen grenzwertig. Das sage ich jetzt übrigens nicht, weil es mir nicht gefällt oder irgendwas. Das sage ich, weil ich es weiß. Das Problem ist, in Deutschland ist es einige Sachen. Es gibt Unterschiede zwischen verboten, ein bisschen verboten, leicht verboten und sehr verboten. Auftrag. Ich finde es auch ein bisschen von der Farbe her ein bisschen. So. Ich habe mir damals mal einen Pullover machen lassen, auch mit Runen. Wo Odin draufsteht. Also mein Name eigentlich ganz normal nur. Die Firma, die mir das damals gedruckt hatte, die hat gesagt, die machen keine Runen, weil sie nicht wissen, welche davon erlaubt und welche verboten sind. Und da habe ich dann mich erstmal schlau machen müssen, was erlaubt ist und was nicht.
Von daher weiß ich das. Also ich weiß jetzt nicht, wie es mit der Rune ist. Also mit der kann ich es euch nicht sagen. Ich weiß es mit der Odal-Rune, mit dem O. Und das ist halt auch das Problem, alles nehmen, dass das unterschiedlich ist in Deutschland. Also ich bin da auch ein bisschen naiv rangegangen, muss ich auch so sagen. Ich habe gedacht, ein Verfassungsschutz und fertig ist und den fragst du einfach nach. Und hab bei der Hauptzentrale einfach mal angerufen und wollte da sowas haben. Und die haben mir dann erstmal erklärt, nee, das ist hier gar nicht so. Das ist, du musst dich an den Verfassungsschutz wenden von deinem Land. Weil ich hatte erst bei der Polizei angerufen und die Polizei hat gesagt, ich sollte beim Verfassungsschutz nachfragen. Und da hatte ich dann so ein Infoblatt bekommen oder Infoblätter bekommen. Und ein Gespräch am Telefon, sehr nettes Gespräch übrigens. Und da haben sie mir das erklärt, also... Da ist jemand. Aber hier ist jetzt gar kein Feuer, was ich entzünden kann. Und da hatten sie mir das jedenfalls erklärt. Mit der Odal-Rune oder so. Ich weiß jetzt nicht, ob es mit der Rune auch so ist. Also, da gab es verschiedene Abstufungen. Ja, also, du konntest die in Verbindung mit einem Wort konntest du machen, wenn das Wort nicht faschistisch ist. Also, keine Ahnung, wir kommen jetzt auf nichts, aber du konntest das jetzt so machen, aber nur als Wort. Und dann auch aufpassen auf die Farben. Wusste ich auch nicht. Ich habe das nicht mehr im Kopf, Mensch, das ist über 20 Jahre her, wo ich mir den Pullover habe machen lassen. Da haben sie mir das erklärt halt. Die Odal-Rune an sich ist erlaubt. Ich kann so groß drauf machen oder so. Das ist auch kein Problem. Aber der Pullover darf nicht schwarz sein und die Rune rot. Weil dann erinnert an irgendwas. Fragt mich nicht. Ist 20 Jahre. An irgendwas soll das erinnern. Das ist verboten. Nur verboten. Oder halt, na, eigentlich schon verboten. Dann, oder leicht verboten. Allgemein verboten. Dann gibt es mehrgradig verboten. Also was ein bisschen schlimmer ist, da ist es, wenn die Odal-Rune auf dem T-Shirt und Pullover ist, sie rot in einem schwarzen Wappen. Also wenn mit dem Wappen. Das ist schlimmer. Und ganz schlimm ist, wenn das Wappen oder der Pullover oder so Tarnfarbe ist. Das habe ich nicht mehr, das weiß ich nicht mehr aus dem Kopf. Das ist jetzt, der Pullover passt mir auch eigentlich, glaube ich, nicht mehr. Das müsste ich mal gucken. Was haben wir denn hier? Pilze. Und dann bin ich dann wieder zurück und zum Laden. Das hat alles eine Weile gedauert, also ein paar Wochen. Und dann habe ich meinen Pullover bekommen. Oh. Die Steuerung ist ein bisschen weich. Ich finde die Schrift auch ein bisschen, also die hätte ein bisschen heller sein können. Kann man die jetzt auch irgendwie nochmal anpassen hier irgendwie? Escape. Grafik. Vollbild. V-Sync ist an. Detaildichte. 100%. Schattenwert 100%. Sichtweite 100, Objekte. Machen wir mal volle Pulle hier. Wenn, dann machen wir gleich richtig. Hier Nägel mit Köppen. Allgemein. Deutsch. Intensive. Audio. Audio hatte ich schon eingestellt. Das ist ganz okay so. Steuerung WASD.
Ich muss dann Controller anschließen. Ich finde das mit WASD nicht schön. Fehlermeldung, Spieler melden, Spieler hinzufügen. Aha. Kann ich Kunden bis zum Teleport? Nein, ich will nicht teleporten. Scheiße. So. Boah. Ich finde das sehr grenzwertig. Ich muss mal meine Maus noch ein bisschen höher stellen wieder. Noch eins höher. Also ist okay. Mit der invertierten Maus, das muss ich auf jeden Fall nochmal rückgängig machen. Das hat mir jetzt nicht so gefallen. So. Ich muss das noch ein bisschen. So. Ich finde das zu schnell. So. So, Holz haben wir. Wir brauchen ja Holz für Lagerfeuer. Und wer weiß, wo wir die Steine brauchen. Schatten. Irgendwas, wo ich hin müsste, wäre natürlich nicht schlecht. Ich kann den gar nicht abbauen. Doch. Ich glaube, wir können uns dann auch eine Hütte bauen oder so. Wenn wir hier auch Steine und sowas abbauen können. Mal gucken, wo hier die Wölfe sind. Oh, da. Oh. Hat mich jetzt aber Energie gekostet. Alles nehmen. Also wenn ich jetzt hier schon gegen so ein Wildschwein ganz schön blöde aussehe, dann werde ich gegen Wölfe garantiert nicht besser aussehen. Okay. Was ist denn das hier? War da noch mehr?
eins von vier. Mal gucken, ob ich irgendwie ein Lagerfeuer machen kann, denn mit was futtern wäre natürlich nicht schlecht, wenn meine Energie bald im Arsch ist. Also von den Kräutern haben wir schon mal zwei von vier. Halt, falsche Taste. Ich hasse, wie er ist, die. So, haben wir. So. Ah, ich muss doch mal die Maus noch was herstellen. Status. Fähigkeiten. Eins von eins, okay. Ich hätte mal lieber das hier herstellen sollen. Ich habe jetzt nicht gelesen, ey. Clan. Einfach mal, ich mache mal selber einen und nenne den einfach mal Odins Horde. Und dann können wir hier eine Farbe am Banner. Oh ja, das will ich. Das ist ja gleich, was ich im Nacken habe. Aber ich, mir gefällt das mit dem Grün nicht. Das ist auch nicht schlecht. Das ist halt Wahlknut. Ich kann euch das auch gleich nochmal erklären, was das bedeutet. Ein Torsamer wartet eben. Yggdrasil, der Weltenbaum mit seinen Wurzeln, die durch alle neuen Welten gehen. Da müsst ihr mal auf Wikipedia gucken, da gibt es eine. Oh ja, der Viking Kompass. Gibt es eine super Erklärung. Da steht auch eine zu Azathru, also zum alten Glauben drin. Also zum Neuheidentum. Aber ich mag Azathru, den Ausdruck Azathru lieber. Das ist schon besser, rot und gelb, aber ich finde gelb das ist nicht so toll. Ich hätte eher was dunkelt gerne. Und dann fangen wir wieder bei grün an. Ja, dann müssen wir grün nehmen.
Speichern. So. Cool. Eigenen Clan gemacht. Nachrichten. Quests. Hier kann ich die Quests ablehnen, also wieder wegmachen. Und abgeschlossene Quests mir angucken. Aufträge. Töte Sigurd. Ah, hier haben wir die Karte. Kann man da reinzoomen? Hier, das ist ein D. Genau. Ah, hier steht es ja auch, ja. Das ist ein U, ein N. Das ist ein U. Und, ja. Und. Ach, M war das, genau, das war ein M. Irmen Sulund, okay. Gut, dann haben wir das. Speichern. Dann können wir das hier mal wegmachen. Jetzt ist dunkel, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier irgendwie noch ein Lagerfeuer bauen können. Ich weiß aber nicht wie. Die müsste uns das ja jetzt rein theoretisch sagen, wie wir jetzt hier ein Lagerfeuer bauen können, oder? Bei uns ist ja kalt, wir wollen ein Lagerfeuer haben. Das ist springen. Ja, dann laufen wir einfach mal weiter im Dunkeln, ganz toll. Da. Ne? Papa, gucke. Papa spielt gerade Maus. Papa kann gerade deine Puppe nicht nehmen. Was ist denn mit hin? Scheiße. Meine Energie ist auch bald weg. Da ist eine Hase. Willst du mir die Puppe bringen? Entschuldigung, Leute. Das ist aber eine schöne Puppe. Das ist eine tolle Puppe. Oh. Das ist, ne, mein Handy kriegt nicht Mutti, mein Handy kriegt Papi. Ja? Mutti hat ihr eigenes Handy. Oh, oh, nee, das nicht. Komm her, mein Schatz. Da oben nicht. Da oben nicht. So. Unten, ja? Eigentlich hätte sie jetzt noch ein bisschen geschlafen, weil die hat heute Impfung gekriegt. Und wir gehen mal zum Strand. Das muss ja irgendwie muss ich ja ein Feuer machen. Und irgendwo muss ich ja hin. Papa nimmt gerade auf, Schatzi. Zu Papa nicht. Später, ja? Später zu Papa, okay? Da ist das Boot. Gehen wir erstmal dahin. Reintrauben für dich, Schatzi. Warte mal, F. Hier haben wir dann nämlich noch Steine und so, was wir mitnehmen können. Nee, das können wir nicht mitnehmen. Das können wir mitnehmen. Dann gehen wir jetzt einfach mal hier den Strand lang. Also WASD ist absolut nicht meins, muss ich dazu sagen. Die ist kalt. Ja, toll, dass mir kalt ist. Ich hoffe, dass ich da ein Feuer machen kann. Ja, die Spiegelung, ich habe es vielleicht ein bisschen übertrieben mit alle auf high machen. Aber eigentlich müsste meine Grafikkarte mitmachen. So, wir gucken uns das jetzt mal an. Der Typ müsste jetzt hier oben stehen. Und hier müsste auch ein Lagerfeuer rein theoretisch sein. Achso, nee, das war ja hier beim zweiten Mal. Da war ja kein Lagerfeuer. Aber wir nehmen mal das Holz mit. Was man hat, hat man. Was man kriegt, weiß man nicht. Ah, okay. Was
Der hat gar nichts für uns, okay. So, jetzt müssen wir mal gucken. Also wir haben Stöcker, wir haben alles Mögliche. Ah, okay. Aber Stiefel kann ich noch nicht herstellen, da fehlt mir noch was. Sieht doch aber schon mal ganz gut aus. Was ist, wenn wir hier... Haben wir kein Fleisch? Wir haben hier nichts. Hab hier schon einen Haufen Zeug drin. Meine Axt lutzt sich auch bald ab. Ist egal, wir laufen jetzt einfach mal weiter. Muss ja irgendwo mal was kommen. Uns ist kalt. Oder können wir was nehmen? Wir haben noch Inventar. Benutzen. 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 So. Jetzt habe ich von allem was. Jetzt sollte es mir relativ wieder okay gehen. Oh, ich bin vergiftet. Scheiße, ich habe den falschen Pilz genommen. Ich wollte nur gucken, was passiert. Ja. Es passiert, dass ich vergiftet bin. Oh oh, ich stirb, bin schon rot. Haben wir denn nicht hier noch irgendwie eine Landschaft, eine Karte? Wo haben wir hier? Wo bin ich denn? Bin ich das da? Nee. Ich würde mich gerne angezeigt haben wollen. Ach, da unten bin ich. Ja, das ist ein bisschen doof, dass ich mir auf der Karte nicht anzeigen lassen kann. Aber hier habe ich einen gelben Kreis, also ich sollte wohl etwas nach links gehen. Etwas nach links. Obwohl, wenn wir Karte drücken, müssten wir doch... Nee, da kommen wir nicht zu Karte, das sind Nachrichten. Karte. Okay, weg. F. L. L ist das. So. Wir sollten etwas nach links. Müssen wir mal gucken, ob wir jetzt hier eigentlich auf dem richtigen Weg sind. Karte? Ja, hier sind wir genau richtig. Wir sollen jetzt hier geradeaus.
Da ist ein Häuslein. Da ist ein Häuslein. Vielleicht schaffe ich es ja noch, bevor ich verrecke. Hier ist ein Zelt. Oh, ein Lagerfeuer. Yes. Nicht genügend Rechte dafür, okay. Müssen wir mal gucken, sind wir jetzt richtig? Wir sind jetzt genau da, wo wir hin sollen. Ich habe auch keine Rechte. Und ich bin tot. Okay. Habe ich denn alles mein Zeug noch? Inventar? Natürlich nicht. Ich fange wieder bei Null an. Ganz toll. Och Mann. Mir ist übrigens immer noch kalt, so wie es aussieht. Habe ich denn meine Quests jetzt eigentlich noch? Quests. Die Quests sind noch alle. Nur, dass ich tot bin. Muss ich wieder gucken, Karte, wo müssen wir hin? Ach, na, da bin ich ganz gut. Dann brauchen wir einfach nur hier hochgehen. Was denn hier? Das muss ein Bug gewesen sein. Ein unsichtbarer Stein oder irgendwas, keine Ahnung. So. Alles mitnehmen, mein Zeug. Gut, nicht genug Rechte dafür. Halt. Ich habe auch nichts, was ich drücken kann zum Reparieren. Könnte doch irgendwie springen. Hier irgendwo im Wasser. Achso, da unten rechts ist die Wasseranzeige. So. Nicht genügend Rechte. Noch eine Tür. Ich habe nicht genügend Rechte, okay. Nicht genügend Rechte. So.
jammern damit? Also ich habe irgendwie komischerweise für die Sachen nicht genug Rechte. Mal gucken. Oh, hier ist ein Wolf. Oh, ne, ein Bär. Zack. Wildschwein, ein Wolf. Oh, scheiße. Wir gehen einfach mal durch. In der Hoffnung, dass sie mich in Ruhe lassen. So, Inventar. Wir haben auch ein Schild, das können wir jetzt auch noch ausrüsten. Keine Ahnung, also müssen wir gucken. Muss man sich auf jeden Fall noch ein bisschen verbessern. Und normalerweise sind ja auch die Leute online, denke ich mal. Es ist jetzt halt Vormittag, also Mittag jetzt eigentlich. Da werden jetzt, denke ich mal, weniger online sein. Gehen wir hier hin halt. Ich kann mir das aber auch nicht markieren. Ich würde aber gerne irgendwie mehr Ausrüstung haben wollen. Immer geradeaus jetzt am besten. Klamotten und so. Jetzt gucken wir noch mal nach der Karte. Also wir sind eigentlich auf einem guten Weg. Aber mir ist schon wieder kalt, so wie ich es am Rand sehe. Unten auch die Schneeflocke. Das ist sehr von Nachteil, weil ich halt auch nicht die richtige Ausrüstung habe. Mal geradeaus. Ich habe nicht mal warme Klamotten. Ich denke, die kommen auch alle erst noch. Ich denke mal, die werde ich dann früher oder später herstellen können. Aber erstmal muss man das Können dafür haben, um das herzustellen. Oh, da ist auch ein Haus. Bin ich da auf dem richtigen Weg?
Karte. Nee, da bin ich nicht auf dem richtigen Weg. Wir müssen da lang. Und ein Stück weiter. Da lang. Ach so, hier war Springen, okay. Sterbe jetzt, ist egal. Oder? Ach Quatsch, ich renne jetzt einfach mal da lang. Wir sind jetzt hier in dem Game Beat drin. Markieren auf der Landkarte wäre natürlich nicht schlecht. Ich habe Blutverlust. Die Bäume kann ich auch fällen. Also dann werde ich, denke ich mal, wenn ich jetzt auch Bäume fällen kann. Oh, hier sind wir auf dem guten Weg. Dann werde ich denn, denke ich, doch mal auch meine eigene Hütte bauen können und sowas alles. Wir gehen mal hier hoch. Wir sind jetzt hier am Rand. Hier ist ein Feld. Da oben ist eine Festung, so wie es aussieht. Ah, hier ist einer. Hallo, mein Freund. Oh, scheiße. Bin tot. Jetzt kann ich mir aussuchen, wo ich hin will, oder was? Okay. Ne, es buggt gerade. Ich bin, da bin ich. Wie gesagt, ich bin ja gerade erstmal am Anfang. Ach. Gut, das hat gebuggt. Hier ist doch irgendwie Festung. Schon wieder tot. Und sind das jetzt alle Mitspieler oder? Komm ich schon, also ich soll später wieder kommen. Ich bin halt noch ziemlich am Anfang, ich habe noch so viel zu erledigen. Dass ich hier erstmal okay. Quest begonnen. Okay. Hier ist noch ein Pilz. Also vom Aufbau finde ich es ja nicht mal so schlecht. Muss jetzt hier nur noch rauskriegen, was hier eigentlich zu machen ist und so. Und vor allem geil ist, dass man halt mit anderen zusammenspielen kann. Hier ist da einer. Und da komme ich nicht rüber. Tür öffnen mit F. Jetzt hat er.
Nicht immer will er gleich machen. So. Ich kann jetzt hier bei ihm nichts annehmen. Er hat nichts. Er mustert mich halt nur. Das ist ein Werwolf, sehe ich gerade. Okay, also es hat hier auch was mit Werwölfen zu tun. Hier ist ein Bär. Da müssen wir hin. Wir gehen mal nochmal zu dem Kreis, wo wir hin sollen. Vielleicht klärt sich ja da mal ein bisschen was auf. Aber so wie es aussieht, werden wir auch. Wir können Steine abbauen, wir können Holz abbauen, Lagerfeuer machen und so wie die Hütten hier und so aussahen. Oh, werden wir auch unsere eigenen Hütten bauen können oder so? So. Bin der tot. So. Oh, was haben wir denn hier? Ach, ein Lager. Alter. So, ich möchte das. Das. Quest abgeschlossen. Ah! Quest abgeschlossen. So. Mehr haben wir auch nicht, was wir dem Altar opfern können. Achso, ich habe meinen Beutel gar nicht geholt mit der Axt und das alles. Das liegt hier noch irgendwo. So. Aber ich. Liegt ein totes Pferd oder irgendwas? Fackel. Ich habe eine Fackel. Einfach alles an. Das kenne ich ja schon von solchen Spielen. Da muss man alles annehmen. Manche Sachen kriegt man beendet, manche nicht so schnell. Aber man hat das, also wenn du jetzt nur eine Sache annimmst, hier dann immer hin und her rennen, wäre natürlich auch echt kacke. Aber warum schreibt ihr das in Englisch? Ich habe das Spiel ja auf Deutsch umgeschalten. Ihr seht es ja links auch. Sehr gut. Aber ich bin schon wieder am Verrecken. Ja, Mausi, ich sehe dich doch. Also ich werde die wahrscheinlich dann nochmal von vorne anfangen müssen. Ich habe hier einen echten schlechten Start hingelegt.
Aber es sieht geil aus. Also es macht mir Spaß. Und wenn jetzt vielleicht der eine von euch, ein oder andere von euch mitmacht und gewinnt, könnte ich mir das auch vorstellen, dass ich es mit euch dann nochmal spiele und streame oder halt nur aufnehme oder so. Da müsste man mal gucken. Wie gesagt, ihr könnt 9 Codes gewinnen. Einfach in die Kommentare schreiben, irgendwas zum Spiel oder einen positiven oder neutralen. Einfach irgendeinen Kommentar schreiben, nicht meckern. Also wenn jetzt hier kommt, du Sohn oder B und so, also Beleidigung und so, werde ich dann natürlich sofort rausfiltern, die zählen nicht. Und ihr müsst unbedingt dann in den Kommentar, reicht doch, ihr braucht doch gar nichts schreiben, schreibt einfach nur Hashtag Odin. Und dann sehe ich, ihr habt das geschrieben und alle die Hashtag Odin drin haben beim Kommentar, die nehmen dann dran teil an der Verlosung. So einfach ist das. Machen wir so. So, ich würde mich dann jetzt hier auch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Ich muss auf jeden Fall weiterspielen. Hier ist mein Totenkopf. Ich muss mir mein Zeug holen. Ich werde wahrscheinlich... Wo gehen wir denn am besten hin? Der Totenkopf, das sind wir ja jetzt. Ich gehe nochmal hier hin. Oh, wir sind immer noch in der Stadt. Also da... Seht ihr auch Leute? Da fällt der Werwolf um. Gucken, ob wir durch die Wände durchgehen. Noch können wir durch die Wände durchgehen. Hier ist der Werwolf gerade umgefallen. So. Jetzt ist es auch hell. Jetzt seht ihr das auch mal ein bisschen. Den können wir hier wieder anquatschen. Aber der hat keine Quest für uns. Ich denke mal, weil wir halt im Level noch nicht so weit sind. So, machen wir die Tür nochmal auf. Ihr seht ihr das. Und irgendwo hier bin ich ja gestorben. Im Dorf. Ah, da. Nee. Vielleicht finde ich ja noch meinen Beutelinhalt wieder. Mit meinem Beil und so. Weil einer von denen hat mich ja getötet. Aber ich sehe es nicht wieder. Scheiße. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich gekillt wurde. Ich werde mir das Video dann nochmal angucken. Und irgendwo müsste denn rein theoretisch ja hier mein Beutelinhalt sein. Na egal. Wir werden später wiederkommen. So, dann würde ich mich jetzt hier aber wirklich verabschieden. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wie gesagt, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Ich werde vielleicht nochmal ein Video dazu machen. Ich bin jetzt aber erstmal weg. Bis dahin. Ahoi. Das hat euer Odin. Achso, ich muss mit der Maus erstmal hoch. Wartet. Ich kann noch nicht so schnell. So, jetzt kann ich mit der Maus mich bewegen.